Und dann würde ich weitergeben an den Ben Standecker. Okay, dann bedanke ich mich erstmal für die Einladung, aus der Ferne online referieren zu dürfen. Normalerweise freue ich mich jedes Mal auf das Wochenende am Campus in Zursee, aber heute aus Bayern. Ich möchte auch ganz herzlich die besten Grüße vom deutschen Partnerverband, vom VATH, übermitteln und möchte heute ein Thema im Thermografie-Blog zur Thermografie im Sommer, sondern eigentlich immer als eher stiefmütterlich oder weitgehend stiefmütterlich behandelten Thema liefern. Thermografie im Sommer. Naja, so in den Grundausbildungen lernt man immer, du musst irgendwie, Thermografie ist eher so in der kalten Winterjahreshalbzeit und es hat was irgendwie mit Finster zu tun. Am besten eigentlich nicht so, wenn gerade angenehmes Wetter draußen ist. Ich möchte zeigen, dass es eben nicht nur diese klassische Winterthermografie gibt, sondern dass wir eigentlich uns im Sommer auch nicht am Hafen, sondern ganze Jahr tolle Sachen machen können mit einer wirklich tollen Technik. Das, was ich heute zeige, ist eigentlich nichts Neues, was das Thema aktive Thermografie angeht. Es wurde allerdings, zumindest bei uns in Deutschland, immer sehr stiefmütterlich behandelt. Das, was Sie hier sehen, ist ein klassisches Thermogramm im Winter, vielleicht Energieberatungszweck oder ähnliches. Ich denke, das kennt jeder. Das ist auch nach wie vor, denke ich, die klassische im Bereich der Gebäudethermografie. Es geht eben aber auch deutlich mehr. Und das, was wir gerade gesehen haben, das ist so die klassische passive Technik, sagen wir dazu. Das ist einfach eine Technik, bei der letztendlich der Wärmestrom möglichst konstant natürlich durch die Emission der Gebäudehülle, also der Eigenstrahlung der Gebäudehülle, erzeugt wird. Und das ist so das Klassische, was wir vor allem im Winter auch eben verwenden. Das ist auch das, was wir vielleicht in anderen Bereichen der Elektrothermografie oder vielleicht in der Medizin oder medizinischen und veterinärmedizinischen Anwendungen verwenden oder dann auch in der Anlagenüberwachung, im Monitoring, in der Prozesstechnik. Denke für Thermografie. Und bei der aktiven Thermografie möchten wir eben bewusst einen zusätzlichen Wärmestrom oder Wärmefluss im Objekt erzeugen. Wir möchten eben ganz bewusst das Objekt, das wir thermografieren, das wir untersuchen, aus seinem quasi eingeschwungenen, stationären Zustand herauslocken. Und das machen wir zum Beispiel in Material- oder Werkstoffprüfungsversuchen. Da geht es, ich denke, da kommt es auch ursprünglich gerade im Bauwesen her, aus so dem Stahlbetonbereich oder Betonbereich, aus Verbundwerkstoffbereichen. Also wir können sehr tolle Ergebnisse in gerade so Composite-Sachen wie Kohlefaser oder ähnliches bekommen. Wir haben gute Ergebnisse in der Luft- und Raumfahrt. Da geht es um natürlich die ganze Strömungsmechanik, wo wir sehr viel vielleicht auch mit Luft anregen können. Thema Blower Door kommt später noch oder Differenzdruckmessung. Und aber auch in der Bauthermografie können wir damit sehr viel machen. Nicht nur im Stahlbetonbereich, sondern gerade auch, wenn es vielleicht um Strukturanalysen geht, wenn es vielleicht darum geht, verputzte Strukturen sichtbar zu machen, Fachwerk zu zeigen oder ähnliches. Oder eben auch Leckageortung zu betreiben. Und jetzt bei dem Stichwort Leckageortung, und ich habe gerade schon Blower Door genannt, sollte der ein oder andere natürlich sehen, okay, die Grenze zwischen passiv und aktiv, die ist eigentlich recht fließend. Gibt es überhaupt so das klassische Passive und Aktive? Kann man das trennen? Ja, es wurde irgendwann mal eingeführt, aber aus meiner Sicht ist es eigentlich gar nicht klassisch zu trennen. Wir sind eigentlich immer mehr im aktiven Bereich unterwegs, als uns lieb ist. Das gilt auch für die Energieberatungsthermografien. Aber gerade auch, wenn ich mich an den Vortrag von heute Vormittag von Michael erinnere, Dokumentation und qualitativ hochwertige Dokumentation, dann reden wir gerade, wenn es um Leckageortung geht, häufig von aktiver Thermografie oder wir führen die durch, aber wissen es eigentlich gar nicht. Das heißt, der Unterschied erstmal zwischen passiv und aktiver Thermografie, ja, sehr fließend, würde ich sagen. Wir müssen uns bei den thermografischen Techniken neben der Anregung letztendlich auch Gedanken machen über
die ja, auswertende oder Auswertemethoden oder die letztendlich Analysemethoden. Und dort kennen wir ja klassisch das im Bereich der Thermografie die klassischen qualitativen, also vergleichende Untersuchungen oder Bewertungen, wenn es darum geht, vielleicht eine Wärmebrücke wie eine Stahlsäule, Stahlbetonsäule in der Wand zu finden, das gerade angesprochene Fachwerk oder Ähnliches, aber auch vielleicht mit Differenzdruck eine Leckage rauszukitzeln und dort eine Fehlstelle in der Luftdichtheitsebene darzustellen. Vielleicht auch das Loch in der Fußbodenheizung zu finden. Das sind aber in der Regel vergleichende, qualitative Auswertemethoden. Quantitativ können wir das natürlich auch im passiven wie aktiven Bereich nutzen, wenn es dann darum geht, wirklich zu untersuchen oder vielleicht die Ursache zu erforschen, warum es an einer bestimmten Oberfläche, vielleicht zu einer Gebäudeecke, in einem Fensterbereich geringe Oberflächentemperaturen hat und wir dadurch eben auf einmal ja Oberflächentemperaturen quantifizieren können mit der Thermografie. Das kann man, denke ich, sehr gut machen, quantitativ mittlerweile. Und die Kameratechnik ist ja, hat sich ja wahnsinnig entwickelt in den letzten 10, 20 Jahren, wenn man sich das anschaut, was kleine Handheld-Geräte mittlerweile für thermische Auflösungen liefern, geometrische Auflösungen liefern, da können wir hier auch wirklich sehr gut beide Analysemethoden durchführen. Typische Beispiele, ich habe es gerade schon genannt, das ist so ein typisches Thermogramm oder das sind so typische Thermogramme im Bereich der qualitativen Analyse. Da geht es darum, dass wir vielleicht Wärmebrücken, Geschossdecke, die bis nach außen noch betoniert ist oder Heizkörpernische sehen können oder wie im rechten Thermogramm vielleicht also ein schlecht eingestelltes Fenster oder eine defekte Dichtung und dadurch vielleicht Kaltluft, die von außen ab. Das ist so die klassische qualitative und dazu gibt es eben auch die quantitative Analyse. Und dort habe ich mal gerade im Vortrag von meinem Vorgänger schon genanntes U-Wert-Messgerät auf eine Scheibe geklebt. Ich wollte einfach mal die Genauigkeit überprüfen. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Ich habe dann eben das, was Sie hier in der Mitte sehen, mit diesem U-Wert-Messgerät über längere Zeitraum die Oberflächentemperatur der Scheibe gemessen und das Ganze natürlich auch mit einer Sequenzaufnahme im thermografischen Bereich gemacht und dann aus dem klassischen Thermogramm letztendlich eine pixelweise Berechnung des U-Wertes aufgrund der Temperaturen dargestellt und das Ganze in einem Wärmebild, also einer Falschfarbenstellung wieder gezeigt. Das heißt, die Temperaturskala hier ist dann im Endeffekt die U-Wertdarstellung Watt pro Quadratmeter Kelvin. Da kann man ganz gut quantitative Aussagen treffen und wenn der Zeitraum ausreichend ist und das Wetter, also die Temperaturphasen mitspielen, dann funktioniert das ganz gut. Das Ganze kann man auch bei so Schimmelpilz-Thematiken machen, wenn man vielleicht den Temperaturfaktor FRSI oder Ähnliches darstellen möchte. Dort kommt es eben nicht nur auf die strahldichte Verteilung im Oberflächenbereich an, sondern eben auch wirklich die Phasenwinkel, die Temperaturen sind hier wichtig. Wie kann man jetzt diese Anregungen letztendlich im Bereich der aktiven Thermografie gestalten? Wir haben ja gesagt, der Unterschied zur passiven Thermografie ist, dass wir unser Untersuchungsobjekt irgendwie in einen instationären Zustand bringen müssen. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man kurze Anregungen nutzt. Das bedeutet, Sie sehen hier, dass man mit zum Beispiel Blitzlampen ganz kurz, also wirklich ganz kurze Impulse setzt und sich dann anschaut, wie die zeitabhängige Reflexion letztendlich von der Oberfläche stattfindet. Und dementsprechend kann man dann über mathematische Modelle Defekte, Fehlstellen in den entsprechenden Tiefenlagen
Also man kann auch Aussagen über die Tiefenlage begrenzt machen, kann man dann entsprechend darstellen. Das ist die sogenannte Pulsthermographie und das ist eigentlich so eine Werkstofftechnik, häufig genutztes Verfahren. Das wird häufig genutzt, wenn es um vielleicht nicht so starke Bauteile geht, Bleche oder ähnliches, Untersuchungen oder ähnliches. Und es gibt aber auch die Login-Thermographie, bei der man über längere Zeiträume entsprechend anregt und das Ganze in der Regel so mit harmonischen sinusförmigen oder sinusähnlichen Funktionen oder mit Rechteckfunktionen dann darstellt. Das macht man zum Beispiel mit Infrarotstrahlern, mit Wärmestrahlern, vielleicht auch mit Schall. Und dort kann man dann entsprechend auch wieder über eine entsprechende computergestützte Analyse die Fehlstellen und auch die Tiefenlage entsprechend darstellen. Ja, wie kann man das in der Praxis machen? Ich kann ja schlecht irgendwelche Lampen auf die Baustelle nehmen. Ich zeige Ihnen hier mal einen Versuch, den ich gestartet habe. Das ist hier die Entwicklung eines Qualitätssicherungssystems für Wärmedämmverbundsysteme. Und zwar war der Auftraggeber eine Wohnungsbaugesellschaft, die sehr viele Flächen, also sehr viele Gebäude im Jahr zigtausend Quadratmeter dämmt. Und die hatten immer das Problem, dass sie eben ja keine ausreichende Qualitätssicherung betreiben konnten. Warum? Naja, wenn man auf der Baustelle ist, man sieht eigentlich, man kann keine 24 Stunden am Tag da sein, sieht eigentlich nur immer begrenzt Sachverhalte. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir können das mit Thermographie machen. Naja, und dadurch oder dazu haben wir erstmal überlegt, was können wir mit Thermographie überhaupt sehen? Und ich habe hier bei mir in meinem, ich würde fast sagen, Home-Labor einfach vier Baustrahler genommen und habe hier so eine Wärmedämmverbundsystemplatte vom Handwerker anfertigen lassen. Sie sehen hier, das ist so eine ganz klassische Dalmatiner-Platte mit einer Armierungslage und System. Und die habe ich dann entsprechend bestrahlt. Und das ist, damit ich sehen kann, um was es geht oder was ich hier auflösen kann, habe ich diese Dämmplatte auf der Rückseite entsprechend geschlitzt. Also ich habe hier 15 mm, 10 mm und 5 mm Schnitte eingebaut, habe die unterschiedlich ausgeschäumt. Also wir haben ja sehr viele unterschiedliche Systeme genommen, man sieht im Thermogramm, naja, so ein 15 mm Riss oder Schnitt sieht man ganz gut, die 10 mm auch noch und bei den 5 wird es dann schon fast eng. Aber 5 mm ist dann eh die Frage, wie kritisch sind diese Fehlstellen? Aus meiner Sicht natürlich muss jede Fuge geschlossen sein, aber das ist so der Bereich, über den man dann nachdenken kann. Kann ich vielleicht mit Bauschaum noch durchgehen und kann eben darauf verzichten, mit irgendwelchen großartigen Sanierungssystemen dann zu arbeiten. Und ja, wie kann ich sowas aber auf der Baustelle transportieren? Sie sehen hier, ich habe hier Temperaturen mit den Baustrahlern von bis zu 70 Grad letztendlich an der Oberfläche erzeugt. Naja, das kann man ganz einfach. Wir haben hier eine wahnsinnig tolle allseits oder fast allseits und fast immer verfügbare Energiequelle, die Sonne. Und mit der funktioniert das sehr gut eben. Und ich möchte hier ein paar Beispiele zeigen. Das ist hier ein klassisches Walmdach oder Krüppelwalmdach. Und man sieht hier schön letztendlich, Sie sehen, das ist im Sommer aufgenommen. Also im Sommer bei so Mitte 20 Grad ungefähr und außen eben bewusst die Sonne genutzt. Man kann hier sehr schön Strukturanalysen betreiben. Und warum funktioniert das Ganze? Naja, eben durch diesen instationären Zusammenhang, den wir hier erzeugen. Und hier spielt natürlich eine große Rolle, dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen und über die Zeit letztendlich mehrere Thermogramme anfertigen. Und warum kriegen wir hier so ein gutes Bild? Warum verändert sich das? Oder warum habe ich hier, obwohl die Sonne außen drauf brennt, wirklich so große Kontraste? Naja, hier spielt eben anders als bei der klassischen Wärmeleitfähigkeit, eben auch die Speicherfähigkeit oder die letztendlich im Hintergrund befindliche spezifische Wärmekapazität eine Rolle, die hier eine große, den letztendlich entscheidenden Punkt liefert. Wenn man das Ganze im Bereich der Leckageortung durchführt, dann kann ich auch hier im Sommer wieder bei Mitte 25
oder so um die 25 Grad, kann ich hier auch Leckageortung betreiben. Ich kann hier wunderbar auch im Sommer wirklich aus meiner Sicht qualitativ hochwertige Thermogramme erzeugen und kann dann unter Nutzung von Differenzdrucksystemen, zum Beispiel wie hier im Unterdruck, auch sehr schön Leckagen darstellen. Das Ganze hier auch nochmal an einer anderen Stelle dargestellt. Im Endeffekt kann ich hier sehr schön Fehlstände in der Luftdichtheitsebene zeigen. An dem Beispiel gerade können Sie auch sehen, dass viele von uns aktive Thermografie betreiben, obwohl wir es letztendlich gar nicht so am Papier stehen haben. Das Ganze auch, wenn wir WDFS untersuchen, wir haben dann Verbundsysteme. Das ist auch hier so bei guten 30 Grad, also angenehme Thermografietemperatur, für die meisten Situationen zumindest im Sommer aufgenommen. Naja, und dann kann man sehr schön Fehlstellen feststellen. Also das ist ein verputztes WDFS und man sieht hier Fugenbilder, die natürlich problematisch sein können. Hier in diesem Bereich, hier ist eine dezentrale Lüftung, die nicht sauber angeschlossen ist. Und hier sind eben bei Unterdruck Auskühlungen in diesem Bereich zu vermerken. Und man kann hier sehr schön im Fugen- und im Dübelbild eben auch im Sommer bei angenehmen und nicht immer eiskalten Temperaturen sehr schön Thermografie betreiben. Und ich denke, das kennen die meisten. Aber was aus meiner Sicht ein sehr aktuelles Thema ist das Thema sommerlicher Wärmeschutz. Ich sage es mal vereinfacht. Ich denke, die Zeit, in der wir uns Gedanken machen müssen, damit wir als Bauphysiker Gebäude warm bekommen, die ist vorbei. Es geht dort auch sehr viel um Details. Wir haben eher das Thema, dass wir uns über die Sommermonate aus meiner Sicht Gedanken machen müssen. Wir haben dort sehr viel Energie, die in Zukunft auch zumindest teilweise durch Kälteanlagen letztendlich unsere Energiebilanzen nach oben treibt. Und deswegen müssen wir uns über den sommerlichen Wärmeschutz Gedanken machen. Und dementsprechend haben wir hier das Thema, dass wir mit Thermografie wunderbar den sommerlichen Wärmeschutz beschreiben können. Und ich habe hier ein Dach, das ich entsprechend gerechnet habe und entsprechend auch thermografiert habe. Und ich möchte hier ganz gerne zeigen, dass man hier im Juni... Ja. Hast noch 3 Minuten? 2 Minuten? 3 Minuten. Ja, sehr schön. 3 nehme ich auch, genau. Danke. Ich möchte gern zeigen, wie man eben gerade die... schwingenden, also wenn man sich so Tagesrhythmusse ganz groß ansieht, dann hat man hier eigentlich auch relativ harmonische, nahezu sinusförmige Anregungen. Und wenn wir uns mal einige Tage hier raussuchen, dann können wir hier gerade so im späten Vormittagszeitraum oder dann am Abend sehr steile Temperaturkurven quasi sehen, also sprich am Vormittag einen sehr steilen Temperaturanstieg auf eine kurze Zeit betrachtet und abends dann ein starker Temperaturabfall. Naja, und das können wir uns zur Hilfe nehmen, um den sommerlichen Wärmeschutz zu bewerten. Das ist nämlich eigentlich verdammt schwer, wenn Sie vielleicht ein bestehendes Dach mit einer Gipskartonverkleidung oder Holzdecke haben und nicht genau wissen, was drunter ist. Ich habe hier ein Thermogramm bzw. ein Video, eine Videosequenz und möchte Ihnen einfach mal über den Tag zeigen, wie sich so thermografisch ein Dach, das ich gerade gezeigt habe, verhält. Und wir sind jetzt so am Vormittag und Sie sehen, denke ich, das Dachgebälk relativ dunkel. Jetzt verschmiert es über die Nachmittagszeit und abends ist auf einmal sind die Dachbalken, die Konstruktionen heller. Ich zeige es nochmal, Vormittag noch aufgrund der Kapazitätsunterschiede die Konstruktion dunkler und das Gefach heller, also wärmer letztendlich. Und über den Abend nach dem Phasenwechsel sieht man das Ganze dann umgekehrt. Dort habe ich die höhere Speicherfähigkeit des Holzes, das ja vor allem auch eine höhere Rohdichte hat im Vergleich zu den Gefachen, dann entsprechend dargestellt. Naja, wenn man sich das Ganze nochmal in einzelnen Thermogrammen darstellt oder ansieht, dann habe ich hier vormittags das Thermogramm, mittags oder am frühen Nachmittag sehe ich leider gar nichts. Da habe ich ein verwaschenes Thermogramm und am Abend habe ich wieder sehr gute Möglichkeiten, entsprechend Temperaturen
zu nutzen und dort Rückschlüsse auf den sommerlichen Wärmeschutz der Konstruktion zu ziehen. Wie kann man das machen? Ich habe hier mal das Gebäude gerechnet und habe hier eine Phasenverschiebung letztendlich, also sprich höchste Oberflächentemperatur außen zu dem zur Verschiebung zeitlich, wann sie innen ankommt, von circa 5 Stunden. Und wenn man das Ganze hier aufgrund der Tamgramme darstellt, dann komme ich hier auf ungefähr 6 Stunden. Und ich denke, dass das für so eine zerstörungsfreie Prüfmethode schon sehr aussagekräftig ist. Und man kann hier sehr gute Ergebnisse eben zum sommerlichen Wärmeschutz liefern. Und zur Zusammenfassung, es ist eben nicht so, dass sich Thermografen im Sommer ausruhen können und dass auch im Sommer ganz schön Arbeit auf uns zukommt oder Arbeit vorhanden ist. Es gibt natürlich Sachen, die funktionieren im Winter besser als im Sommer, aber gerade so das Thema sommerlicher Wärmeschutz, denke ich, ist im Sommer ganz gut angedacht auch. Und der Messzeitpunkt ist allerdings entscheidend, während bei der klassischen passiven, zum Beispiel Energieberatungsthermografie im Winter natürlich eher früh morgens oder spät abends thermografiert wird, so ist es im Sommer eher am späten Vormittag oder am frühen Abend. Naja, und wir haben dadurch ganz tolle Möglichkeiten, einfach unser thermografisches Halbjahr auf ein ganzes Jahr letztendlich zu erweitern. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat einigermaßen geklappt mit der Verbindung und ich bedanke mich, dass ich ja heute was erzählen durfte und stehe dann im Fragenpart, der danach kommt nach diesem Blog, gerne zur Verfügung. Danke. Ja, vielen Dank für deinen spannenden Vortrag, Ben.